Welcome to Mr. Hilo. Hier sind wir wieder, Subnautica geht in eine nächste Runde. Ich habe heftig Bock heute. Ich habe mir gedacht, gestern Nacht lief so gut. Das Video kam leider erst vor ein paar Stunden raus, aber ich habe mir gedacht, komm auch. Wir machen direkt weiter. Ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt eigentlich in unserem Spiel als nächstes eigentlich machen wollen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was viel bringt und ob es schon sinnvoll ist, größere Erkundungstouren zu machen, ohne tatsächlich die Seemotte. Die Seemotte ist ein unfassbar gutes Werkzeug, um große Erkundungstouren zu machen. Insofern habe ich eine neue Idee gehabt und bei dieser Idee werden wir uns einfach mal darum kümmern, dass wir, und wir haben ja die Baupläne dazu gefunden, eine mobile Fahrzeugstation bauen und bevor wir größere Erkundungstouren machen, anhand der mobilen Fahrzeugstation eine Seemotte herstellen. Dafür brauchen wir ein paar Dinge. Wir haben letztes Mal schon mal gegen Ende hin kurz mal die Baupläne angeguckt, kurz mal reingeschaut, was man so alles machen kann. Und das wird heute der Plan sein. Mobile Fahrzeugstation, Seemotte, und dann zeige ich euch mal, was dieses Ding so alles kann und was wir mit dem Ding alles machen können. Dann haben wir auch ein Gerät, eine Gerätschaft, mit der wir im weiteren Verlauf dieses Spiels echt gut vorankommen können. So, wir sind dann auch schon da. Und ich denke mal, nach dem, was ich euch letztes Mal gesagt habe, wisst ihr ja noch, wir haben hier um uns herum immer mal wieder Inseln, hier in diesem Nebel drin. Da drüben auch die Aurora. Als Landgebiet steht schon fest. Wir gucken, bevor wir überhaupt irgendwas machen, ob wir denn eigentlich die mobile Fahrzeugstation schon bauen können. Ich dachte, wir haben letztes Mal tatsächlich den Bauplan dafür schon gefunden. Tada, da ist er. Wir brauchen Titanbau und Schmierstoff und eine Energiezelle. Und damit fangen wir, denke ich mal, auch direkt an. Den Titanbarren, den können wir auf jeden Fall schon herstellen. Wir haben dafür genug. Das nächste, was ich machen wollte, wäre eine Energiezelle. Dafür brauchen wir nur noch das Silikongummi. Wir hüpfen mal schnell runter in unsere winzig kleine Station, in der wir einfach mal gucken, was da noch so übrig ist. Vielleicht haben wir da zufälligerweise schon was, um zumindest die Energiezelle schon mal herzustellen. Welcome aboard, Captain. Ja, hatte ich mir doch beinahe gedacht. Schauen wir mal, ob wir hiermit tatsächlich ein... dafür brauchen wir Samenbüschel, die haben wir aber auch. Zack, machen wir das doch einfach direkt schon mal. Und bauen uns eine wunderschöne Energiezelle. Jetzt haben wir eine Energiezelle. Aha. Chief Mad ist auf jeden Fall schon am Start. Das gibt nämlich heute noch einen Fortnite-Livestream. Freue ich mich richtig drauf. Titanbarren. Wunderbar. Energiezelle haben wir schon. Was wollte ich jetzt weiter schauen? Wir brauchten Schmierstoff und Titanbarren. Ich glaube, wir könnten sogar schon alles dafür nehmen. Nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Titan. Und Schmierstoff macht man aus diesem Zeug. Jawoll! Das geht alles. Wir können alles machen. Wir können direkt eine mobile Fahrzeugstation bauen. Wunderbar. Da ist sie. Die mobile Fahrzeugstation. Voll der Zungenbrecher hier. Mobile Fahrzeugstation. Wunderbar. Das dauert ganz schön lange. Aber wir haben es geschafft. So, und die bauen wir direkt. Jo, machen wir mal hier in die Inventarleiste. Wunderbar. Am besten, wir machen es so ein bisschen, wo es schon ein bisschen tiefer ist. Werdet ihr im weiteren Verlauf dann noch erkennen, warum. Wunderbar. Da ist sie. Sie steigt automatisch hoch. Wir klettern da mal schnell drauf. Tada. Das ist die mobile Fahrzeugstation. Unterfahrzeuge und Seemotte sehen wir jetzt, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Blei, Schmierstoff, Glas, Energiezelle und Titanbarren. Ich denke mal, für die Energiezelle können wir direkt nochmal... Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich will eigentlich hier runterjumpen. So, wir rüsten direkt mal unser Messer aus. Für die Energiezelle brauchten wir nämlich diese Samenbüschel hier tatsächlich. Blei müssten wir tatsächlich noch haben.
Titan weiß ich jetzt nicht, ob wir noch genug haben, aber wir gucken dann da einfach mal. Oh, das haben wir anscheinend noch gar nicht eingescannt. Wunderbar, haben wir es auch mal eingescannt. Batterien haben wir letztes Mal schon hergestellt. Haben wir hier wieder 100% drauf an Energie. Wunderbar. Dann schnappen wir uns doch direkt mal das Blei. Nee, nicht so viel Energie ausgeben, bitte. Jetzt schnappen wir uns noch die letzten Titanteile, die wir hier haben. Schauen wir mal, was wir bauen können. Wir können auf jeden Fall einen Titanbaum bauen. Wunderbar. Schmierstoff brauchten wir auch. Wir brauchten ein Silikongummi für die Batterien. Ein Schmierstoff. Und wenn ich es richtig gesehen habe, brauchten wir. Eieiei, das ist ja jetzt nicht wahr. Oder? Haben wir hier noch welches? Jawohl, haben wir. Oh, wir haben eine Nachricht. Das hören wir uns auf jeden Fall gleich an. Vorher bauen wir uns noch die Seemotte. Tada! Haben wir auch. Das ist echt praktisch hier unten. Man hat echt alles so ein bisschen um sich rum. Da drüben die Schlingpflanzen, Hirnkorallenproben, um Sauerstoff wieder aufzufüllen, wenn man nicht unbedingt wieder reinrennen will. Wir haben die Pilze in der Nähe. Wir haben hier echt eine schöne Position gefunden, um diese wunderbare Basis aufzubauen. Die wird natürlich auch noch viel, viel, viel größer, kann ich euch versprechen. Wir stellen direkt mal zwei Batterien her. Jawohl. Und ab dem Moment müssten wir eigentlich unsere Energiezelle herstellen können. Genau. Wunderbar. Jetzt gucken wir ganz kurz, was wir nochmal für die Seemotte brauchten. Glas. Glas ist das Letzte. Vielleicht haben wir Glück und haben irgendwo noch zufälligerweise genau vier Quarz. Nein, ich sehe nur zwei hier. Wunderbar. Dann machen wir doch einfach schon mal ein Glas. Und das andere machen wir auch noch. Ich kann euch schon mal versichern und erklären. Seemotten kann man verbessern im Laufe des Spiels. Das ist das Schöne an dieser Seemotte. Man kann sie wirklich unablässlich eigentlich verbessern, dass sie weiter in die Tiefe rutschen kann, rutschen, tauchen kann, dass sie verstärkte Hüllenintegrität hat, also dass sie mehr Druck einfach auch standhält und mehr Angriffen standhält. Wir gucken jetzt ganz kurz, wo diese riesen Röhre war, denn in dieser Röhre könnte man möglicherweise. Das hier sieht aus wie eine Riesenröhre, ja. Ich denke mal, das ist sie, oder? Uiuiui. Ah, ja, das ist unsere Riesenröhre. Denn hier hatten wir ein bisschen mehr Quarzvorkommen. Letztes Mal schon gesehen. Titan könnten wir eigentlich auch wieder mitnehmen. Boah, ey, das ist ganz schön hell, dieses Licht, oder? Wunderbar. Wir brauchen noch einen Quarz und noch einen Quarz. Ich bin aber jemand, der gerne auf Vorrat baut. Also der gerne hingeht und ein bisschen mehr einfach schon mal einsteckt. Für Chlorbleiche muss ich, glaube ich, noch eine Salzablagerung irgendwo finden. Also gehen wir gleich nochmal nach da unten. Wie viel Sauerstoff haben wir? Wunderbar. Weil eine Salzablagerung würde ich noch mitnehmen, dann können wir uns wieder Wasser machen. Essen geht tatsächlich noch. Wobei, wenn wir jetzt durch Zufall hier in so einen Fisch reinfliegen, jawohl. Können wir den auch noch mitnehmen? Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt brauchen wir ganz, ganz flott eigentlich nur noch hier runter gehen. Dort finden wir dann nämlich auch genau das, was wir brauchen für unsere Operation. Oder? Ich dachte, hier haben wir das meistens gefunden. Wunderbar, das brauchen wir jetzt nicht, den Umgebungsscanner. Also hier war jetzt nichts. Was brauchten wir noch? Wir brauchen noch eine Salzablagerung. Stimmt. Genau, Salzablagerung findet man meistens hier. Da haben wir doch schon eine. Ich denke, auch hier können wir eigentlich fast schon direkt einfach zwei mitnehmen. Wunderbar. Dann machen wir das nämlich einfach. Dann können wir ein bisschen Chlorbleiche herstellen. Mit der habt ihr ja schon erfahren, kann man viel herstellen, viel machen. Ich finde es auch so geil. Also ganz ehrlich, auch gerade nachts sieht dieses grafisch sieht es einfach echt, gerade auf der PlayStation, richtig flüssig aus, richtig in Ordnung, richtig geil. Gefällt mir einfach gut. Ich liebe dieses Game. Ich mache es mit euch auch richtig gerne. Ich spiele hier richtig gern mit euch dieses Spiel. Wir machen erstmal Chlorbleiche. Oder? Geht das schon? Ne, Röhrenkorallenprobe. Müssten wir aber eigentlich noch welche haben. Genau, da unten haben wir doch eine. Wunderbar.
Dann machen wir doch zuallererst einmal Kloppleiche und kümmern uns ein bisschen ums Wasser. Ein Glas, dann haben wir nämlich alle Zutaten für unsere wunderbare Seemotte. Jetzt stellen wir uns Chlorbleiche Wasser her. Es muss auch, glaube ich, krank ungesund sein, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Chlorbleiche ist ja nichts anderes als Chlor, wenn ich das richtig verstanden habe. Eigentlich trinken wir quasi Schwimmbadwasser. Finde ich jetzt nicht so lecker. Gut, wir kochen uns ganz kurz den Glubscher, beziehungsweise ja, wir kochen ihn lieber. Genauso wie den gekochten Blasenfisch machen wir auch. Wunderbar, und die stopfen wir uns einfach direkt hinterher. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir bei der mobilen Fahrzeugstation tatsächlich schon unsere wunderbare Seemotte bauen können. Ah, die war weiter oben, da waren wir gerade schon. Da ist sie ja. Jawohl, alle Zutaten sind da. Leute, es nähert sich einer großen Veränderung in diesem Spiel. Und zwar der Seemotte, wenn ich jetzt tatsächlich die mobile Fahrzeugstation wieder finde. Ah, da ist sie. Ui, die ist aber ziemlich weit abgetrieben. Ich mag das leider gar nicht, wenn das so nah an der Aurora dran ist. Das werdet ihr auch eines Tages noch erfahren, warum. Wir können die Seemotte bauen, machen wir einfach. Die Sonne geht auf, die Seemotte ist da. Oh, das macht mich glücklich. Tada, das hier ist die Seemotte. Das Schöne an der Seemotte ist, die hat, wenn man sie verbessert, mehrere kleine Dinge, mit der man arbeiten kann. Also an sich kann die Seemotte hier oben drauf einen Inventarplatz besitzen. Sie kann hier tatsächlich an der Seite Erweiterungsmodule einsetzen, damit wir mit der Seemotte schwimmen können. Und das hier ist tatsächlich die Seemotte. Das ist einfach ein fucking U-Boot, meine Freunde. Einfach ein U-Boot. Wir können hiermit fahren. Und das richtig flott. Richtig schnell. Wir können es bewegen. Wir haben hier keine Sauerstoffprobleme. Wir sind richtig schnell unterwegs. Wir haben die Möglichkeit, uns hier richtig flott fortzubewegen. Ja. Was machen wir als erstes? Mit dieser Seemotte tatsächlich erstmal nichts. Wir hören uns nämlich erstmal die Nachricht an, die wir ja eigentlich gekriegt haben. Ich kann euch eine Sache schon mal warnen. Wenn ihr mit der Seemotte im Fahren seid, dann passt gefälligst auf, dass wenn ihr aussteigt, während ihr mit der Seemotte gefahren seid, dass die Seemotte vorher steht. Wenn ihr im vollen Tempo seid und dann aussteigt, dann steigt ihr vor der Seemotte aus und die Seemotte fährt gegen euch und macht euch Schaden. Ja, ist mir schon passiert. Ich bin dadurch auch schon gestorben. Also aufpassen bei der Kleinigkeit. Aber an sich, die Seemotte einfach ein super, super nützliches Mittel, um sich unter Wasser schnell fortzubewegen. Wir hören uns die Nacht mal an. This is Officer Keenan, Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay. Also, wir wurden auf jeden Fall gerade angesprochen. Er setzt zum Landeanflug an. Freut mich, wir können hier endlich weg. Wir haben es endlich geschafft, wir können hier endlich runter. Er setzt zum Landeanflug an und wie ich es euch in der letzten Folge schon gesagt habe, es ist Landmasse hier. Also, der Landeanflug wird durchgeführt bei Land, also auf einer Insel. Das ist das, was ich euch letztes Mal schon gesagt habe. Auf einer der beiden Inseln, die ich euch ja schon ein bisschen angeteasert habe und gezeigt habe, dort wird tatsächlich eine Landung verführt. Scheinbar sollen wir uns bereithalten für das Rendezvous, so nennt er das, also unsere Abholung quasi. Ich denke, das tun wir auch, aber, und jetzt müssen wir erstmal kurz nochmal in unser PDA reingehen. Wir schauen uns nämlich einfach mal an, wo genau wir eigentlich noch Signalbojen finden können. Uns wird hier schon was angezeigt, und zwar Rettungskapsel 19. Die haben wir schon gefunden, Rettungskapsel 3 haben wir gefunden, Rettungskapsel 17 haben wir gefunden, da war ja so viel Trubel, da war ja so viel los. Ich denke, wir gehen uns einfach mal Rettungskapsel 19 angucken. Wir kommen mit diesem Ding hier 200 Meter in die Tiefe, den Rest müssen wir dann halt mit unserem
unserem Segleiter machen, unserem kleinen Geschwindigkeitsboost beim Schwimmen. Und ich will einfach mit euch ein bisschen auch die Seemotte ausprobieren und mit euch einfach mal jetzt diese Rettungskapsel hier finden. Damit kommen wir storytechnisch auch weiter. Ist super praktisch, dass der Offizier Keen will, dass wir ihn dort unten abholen. Wir schauen mal kurz, da unten ist wahrscheinlich auch was drin. Das scheint jetzt aber ein Seemottenfragment. Ui, okay. Ich denke, hier werden wir vielleicht nochmal ganz kurz aussteigen, obwohl da so ein komisches Sandding ist. Ich zeig's euch mal kurz. Die Seemotte, die hält das nämlich ganz in... Oh, schaut euch dieses Maul an. Das ist ja verrückt. Auf jeden Fall, die Seemotte hält auf jeden Fall das auf. Haben wir schon gesehen, 95% ist die Hüllenintegrität. Ab jetzt würde ich euch übrigens empfehlen, für die Seemotte immer ein Reparaturwerkzeug mitzutragen. Es kann nämlich immer passieren, dass euch diese bescheuerten Sandhaie, die mir schon beim ersten Mal so viel Angst eingejagt haben, ja, dass die tatsächlich auch hier extrem viel Schaden machen. Okay, wir sind auf 65 Meter, wir sind in irgendeinem roten Feld, soweit waren wir noch nie. Was haben wir hier drüben? Okay. Nochmal ein Wrackteil. Wir sollten uns bald wirklich auch ein paar Signalbojen zusammenbauen. Entschuldigung für den Sprachfehler. Zusammenbauen. Uiuiui, was war das? Warum macht er das? Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Naja, wir steigen mal aus und scannen hier mal kurz den Spaß ein, der hier unten so rumfliegt. Was haben wir denn hier? Hier, das haben wir nämlich... Was ist das? Scannerraumfragment. Ich dachte, den haben wir noch nicht. Oder haben wir den schon? Schauen wir mal. Oh ja, 2 von 3. Das ist super. Hat sich direkt gelohnt, hier hinzufahren. Schauen wir mal, ob hier vielleicht zufälligerweise noch ein Teil des Scannerraums rumfliegt. Was ist hier drin? Da haben wir leider nichts mehr. Hier haben wir leider auch nichts mehr. Hier drüben noch irgendwas? Nee, sehe ich jetzt auch tatsächlich nichts. Kann man hier noch was einscannen? Haben wir hier noch eine Kleinigkeit drin? Nö, nö. Also ihr seht hier ist überall nichts. Ich sehe euch übrigens einen Tipp. Diese wunderbare Seemotte solltet ihr auf jeden Fall nicht verlieren. Und lasst sie am besten, und das ist auch noch so ein ganz kleiner Tipp. Ah doch, da ist noch ein Fragment. Ganz kleiner Tipp, lasst das Licht am besten nicht an, sonst geht die Energie dann auch irgendwann leer von der Seemotte. Einfach Licht immer ausmachen, wenn ihr aussteigt. Tada, letztes Scannerraumfragment. Wunderbar, das ist natürlich toll jetzt. Jetzt können wir dann demnächst auch mit dem Scannerraum arbeiten. Bauplan verfügbar, das höre ich natürlich sehr, 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 sehr gerne. Gut. In unserem Falle steigen wir jetzt einfach lieber ein. Oh, ich denke, das werden wir jetzt nochmal kurz machen. Zu diesem Ding hier hochfliegen. Das will ich euch nämlich einfach mal zeigen. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir fliegen, aber schaut euch dieses Geschöpf einfach mal an. Schaut es euch an, wie gigantisch es ist. Und wie langsam eigentlich. Ich denke, wir sollten da einfach auch mal wieder unseren Scanner nehmen und dieses gigantische Wesen einfach mal einscannen. Ein Riffrücken, so heißt das. Okay. Gibt Sinn. Ist hinten quasi so ein kleines Riff drauf. Wunderbar. Einheimische Lebensform. Was haben wir hier? Oh, eine rote Wiege. Hier auf jeden Fall auch immer alles so ein bisschen einscannen. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Das da drüben. Sind die böse? Nein, ihr müsst ja aufpassen. Es gibt tatsächlich hier auch Gegenstände, die schädlich sind. Okay, was haben wir hier noch so? Irgendwas konnte man hier gerade aufnehmen. Seepocke. Kann man zerbrechen anscheinend. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ist das hier? Windgras kennen wir schon. Eine Hirnkoralle. Tischkoralle in grün. Oh, was ist das? Das sieht auch interessant aus. Ein Säurepilz. Gut, das war's. Ui, wir sollten am besten mal zurück zu unserer armen kleinen Seemotte. Die wird uns übrigens auch auf der Karte bzw. im Inventar halt einfach angezeigt. Ist praktisch für uns, weil dann finden wir unsere super Seemotte immer mal wieder. So, wo war unser Signal? Da. Rettungskapsel 19 auf 300 Meter. Das sind 7... Oh, wir müssen, denke ich mal, über diesen Rücken, über diesen Bergkamm hier drüber, oder? Oder müssen wir da unten rein? Nee, wir müssen da tatsächlich noch drüber. Auf 300 Meter gesunken. Das ist natürlich schon ganz schön weit unten. Schauen wir mal, was wir hier genau finden. Gut, mir gefällt das hier tatsächlich jetzt nicht mehr so gut. So vom Aussehen. Es geht hier in die Tiefsee. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Finde ich uiuiui. Okay, also jetzt wird es langsam wirklich tief.
Und tatsächlich bewegen wir uns im Süden. Das da unten, was wir gerade da gesehen haben, das ist tatsächlich ein Gegenstand, den man nur mit einem gewissen Werkzeug aufmachen kann. Uiuiui, wir müssen schnell hoch. Gut, wunderbar. Also irgendwo hier unten scheint die gute alte Rettungskapsel vom lieben Keen zu liegen. Wir müssen mal gucken, wie weit wir runterkommen. Also theoretisch ist hier Maximum. Ja, am besten wir gehen wieder einen Ticken hoch. Gut, seid ihr bereit? Schauen wir mal, wie viel das wegnimmt. Oh, hier ist sie. Unsere Rettungskapsel. Was finden wir hier? Oh, da oben ist ein PDA. Das nehmen wir direkt mit. Jawohl, haben wir mitgenommen. Sprachaufzeichnung. Lithium schnappen wir uns auch direkt. Ich weiß nicht, wie lange wir hier durchhalten. Kommen wir hier rein? Ist das offen? Ist das zu? Das ist offen. Also man kommt hier tatsächlich rein. Liegt hier irgendwas Bestimmtes? Zurückgelassener PDA. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist nicht gut. Wir sollten nämlich ganz, ganz schnell zurück zu unserer Seemotte. Ihr seht, wir verlieren hier richtig, richtig, richtig viel Sauerstoff. Unsere Seemotte, die ist auch nicht mehr so die Ware. Gut, wir haben auf jeden Fall PDA eingesammelt. Ich denke, wir gehen gleich nochmal ganz kurz runter und schauen uns das ganz kurz nochmal an. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir da unten vielleicht auch noch ein bisschen mehr finden könnten. Da liegt nämlich noch was. Tatsache. Seht ihr das? Datenbox. Öffnen wir auf jeden Fall. Tauchflaschen mit ultra hoher Kapazität. Ja, Lithium nehmen wir nochmal mit. Liegt hier noch irgendwas rum? Seht ihr irgendwas? Ah, ihr könnt es mir eh nicht sagen. Aber tatsächlich, ich sehe da jetzt erstmal so nichts. Gut, wir haben noch 75, das schaffen wir jetzt locker. Ja, wir waren da unten. Oh, und da kommt schon direkt die nächste Nachricht. Die gucken wir uns auf jeden Fall zum Ende dieser Folge noch an. Hört ihr diese Geräusche? Die finde ich tatsächlich auch überhaupt nicht gut. Ich schwimme straight zurück zur Kapsel. Gefällt mir irgendwie alles nicht. Wir tauchen... Boah, jetzt seht ihr das, wie da unten dann die Konturen hochkommen, wie da nach und nach Gegenstände auftauchen, weil du einfach so in der Tiefsee bist. Du bist einfach wirklich komplett unter Wasser. Du bist wirklich komplett unter Wasser. Über dir hunderte Meter weit einfach nur Wasser. Warum ist dieses Geräusch da jetzt schon die ganze Zeit an? Ah, vielleicht weil unsere Seemotte ein bisschen kaputt ist. Oh, das gibt einen Crash, oder? Junge, halt schon die Verkehrsvorschriften hier. Gibt's ja nicht. Was ist denn da los? Gut, wir haben es geschafft. Rettungskapsel haben wir eingesammelt. War mir ein bisschen zu dunkel da unten, ganz ehrlich. Ich fand es ein Ticken zu tief. Das Rosé-Mod ist auch nicht mehr so die freshste. Mit sage und schreibe 53 Hüllenintegrität und 90 Energie. Ja, ne? Ist schon mutig, so ein bisschen. Aber wir sind ja gleich glücklicherweise zurück. Wir haben Baupläne freigeschaltet, wir haben einen Scannerraum freigeschaltet. Ich denke, wir werden tatsächlich schon kurz mal gucken, was wir für einen Scannerraum brauchen. Vielleicht können wir den ganz schnell sogar schon bauen. Bioreaktor haben wir auch schon. Und wir haben eine neue Nachricht, eine neue Meldung. Die hören wir uns natürlich auch gleich an. Keinen Unfall mehr bauen, sonst müssen wir so viel von unserer Scanner-Energie wegnehmen. Ja, ich denke mal, wir fahren aber auf jeden Fall runter zu unserer... Ne, wir haben eine Nachricht, wir können hier oben bleiben. Batsch, der Fisch an uns zerschellt. Tada, das passiert übrigens, wenn man aussteigt und nach hinten drückt. Dann hat man gerade so die Möglichkeit, diese Rettungskapsel auszuweichen. Gut, wunderbar. Nebenbei, wir haben etwas gefunden, was mir sehr gut gefällt, und zwar Lithium. Für hochfeste Legierungen ist das ein ziemlicher Gewinn. Gut. Machen wir mal weiter. Wir hören uns erst die Nachricht an. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you.
Cross your fingers the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ja, Sunbeam ist unterwegs. Wir sehen rechts oben den Countdown. So lang wird die heutige Folge nicht gehen. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Also in 39 Minuten, beziehungsweise in 40 Minuten geht es dann auch los. Und wir werden der Sunbeam freudig erwartend am derzeitigen ausgemachten Standort bei der Landung zugucken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir wieder abgeholt. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig aufregend gewesen so. Wir fahren noch mal mit unserer Seemotte hier runter zu unserer Station. Bei unserer Station will ich nämlich noch ein bisschen was gucken, und zwar ob wir tatsächlich schon einen Scannerraum bauen können. Ist super praktisch. Was haben wir denn hier? Also wir haben Tauchfläche ultra hohe Kapazität. Gefällt mir super. Wir haben Lithium schon gefunden. Tatsächlich braucht man anscheinend 4 Lithium dafür. Ärgerlich, dass wir jetzt nicht mehr mitnehmen konnten. Sonst hätten wir uns direkt nochmal eine Tauchfläche mit hoher Kapazität machen können. Die ganzen Gegenstände mache ich jetzt nochmal sicherheitshalber natürlich wieder im Inventar weg und hole mir zuallererst einmal das Reparaturwerkzeug. Wir stellen unsere wunderbare Seemotte wieder her. Das kann eigentlich auch hier wieder rein. Gut, dann wollte ich als nächstes nochmal ganz kurz unter den Bauplänen schauen, und zwar nach der... Was wollten wir bauen? Wir wollten noch irgendwas bauen gerade. Ich wollte gerade etwas bauen. Seegleiter, Seemotte haben wir schon, Tauchfläche mit ultra hoher Kapazität. Ah ja, tatsächlich den Scannerraum. Stimmt, da war was. Oh ja, wir können ja Tischkoranprobe, Kupfer, Erz mal 2, Gold, Titan mal 5. Sollte machbar sein. Der hier ist leer, der Spind. Was haben wir hier noch drin? Was war Kupfererz? Gold brauchten wir. Um genau zu sein, brauchten wir 2 Kupfererz. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist an dem Zeug. Titan haben wir jetzt leider nur 2. Kupfererz 2. Gold. Tischkorallenprobe war auf jeden Fall auch mit am Start. Schauen wir mal ganz kurz nochmal rein. Also der Tischkoran, Kupfererz, Gold. Brauchen noch 3 Titan. Das ist insofern einfach. Brauchen wir gar nicht mehr in unsere geile Seemotte einsteigen. Wir gucken einfach, ob wir hier auf dem Boden gerade durch Zufall irgendwelche... Metallschrottteile finden von unserer wunderbaren Aurora. Ich denke, wir gehen dazu wieder hier hin. Hier findet man sowas ja normalerweise, habe ich euch schon erklärt. Die Pirsche sind da. Die lieben diese Dinger hier. Ja, die lieben uns aber nicht. Also die werden uns weiterhin verfolgen. Schauen wir mal, ob ich zufällig hier gerade irgendwo einen finden. Ein Metallschrottteil. In der Nähe von Pirschern findet man nie, die spielen ja damit. Jawohl, da haben wir doch schon welche. Ich denke, wir nehmen fast schon direkt 2 mit. Haben wir einfach mit am Start. Kann man machen, ist immer gut. Seemotte, Landeplatz der Sunbeam, hier seht man es. 1300 Meter ist auf jeden Fall guter Beginn, dass wir da die Seemotte auf jeden Fall dazu genommen haben. Scheint ziemlich weit weg zu sein. Naja. Gut, wunderbar. Dann müssen wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, nur noch Titan herstellen. Jawohl, das langt auch schon. Und dann können wir auch tatsächlich schon einen Scannerraum bauen. Es freut mich richtig. Scannerraum ist für uns super praktisch. Wir können damit richtig, richtig viel in Erfahrung bringen. Entdecken. Schau mal, können wir den tatsächlich schon hier dran bauen? Jawohl. Bauen wir doch mal direkt dahin. Ja. Ja, gefällt mir gut. Wunderbar. Gut, ich weiß jetzt zwar noch nicht so ganz, wie wir da jetzt reinkommen. Ich denke, wir müssen da hier noch solche Segmente bauen. Also entweder ein Verbindungssegment. Dafür brauchen wir meistens eigentlich einfach nur Titan. Ein Verbindungssegment, jawohl, machen wir doch direkt mal. Also entweder hier ein Verbindungssegment dazwischen. Oder tatsächlich hier dran. Jawohl. Das ist nämlich eigentlich das, was ich machen wollte. Nee, brauche ich jetzt so nicht tatsächlich. Wie sieht's denn mit sowas aus? Nee, so rum auch nicht. So rum ist, denke ich, fast schon am besten. Jupp,
Machen wir so. Oh, hier seht ihr übrigens Hüllenstärke, die schwindet. Gut, das ist jetzt ein bisschen schade. Hätte mir jetzt ganz gut gefallen, wenn das so funktioniert. Bauen wir das hier einfach noch. Und jetzt muss das hier irgendwie da dran. Warum will das hier nicht dran? Was kann ich hier alles bauen, was funktioniert? Gut, geht alles anscheinend nicht. Warum geht das nicht? Das ist jetzt echt irgendwie ärgerlich. Ah, vielleicht geht das hier. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Das wird funktionieren, gut. Und das geht jetzt hier nicht dran. Warum geht das hier nicht? Warum geht das hier nicht dran? Das nervt. Ich will da nur rein. Gut, ich denke, wir machen das alles nochmal. Mit Dekonstruieren machen wir nochmal alles weg. Schnappen uns die Ressourcen wieder zurück. Und bauen dann den Scannerraum einfach nochmal woanders hin. Mensch, das ärgert mich jetzt. Gut, dann machen wir das nämlich einfach mal so, dass wir mal hier. Warum kann ich hier nichts dran bauen? Das stört mich, wirklich. Ärgerlich. Gut, wir müssen kurz mal auftauchen. Sonst sterben wir. Hä? Jo, wie machen wir das jetzt? Irgendwie müssen wir hier was dran bauen. Aber es will nicht. Warum geht das nicht? Warum möchte das nicht? Ah, hier geht was. Okay. Das ist super. Dann bauen wir das nämlich einfach hier hin. Und jetzt können wir vielleicht hier den Scannerraum dran bauen. Wir schauen mal. Scannerraum. Jawohl! So funktioniert's. Das passt. Da bauen wir es jetzt einfach hin. Oh, das freut mich. Dann haben wir schon den Scannerraum. Damit können wir hier in der Umgebung plötzlich relativ schnell Dinge finden. Gut, ihr seht hier, unsere Hüllenstärke ist bei plus 8. Da sollten wir das nächste Mal was machen. Hüllenstärke muss man nämlich immer ein bisschen aufpassen. Ja, wunderbar. Schaut euch das an. Hier, wir können hier einfach weiter. Und kommen dann hier. Ach, schaut euch das an. Das ist der Scannerraum. Und wir können hier tatsächlich dann hingehen und können nach Dingen suchen. Also in unserem Fall jetzt zum Beispiel, weil wir keinen Titan mehr haben, können wir jetzt zum Beispiel nach Metallschrott scannen. Und wenn wir die richtigen Dinge hierfür haben, hier für den Fabrikator, zum Beispiel Scannerraum-Sichtfeld-Chip. Überträgt Scannerraum-Daten an die Sichtfeldanzeige. Das heißt, das sind die Gegenstände, die wir dann auf der Karte sehen. Könnten wir als nächstes dann auch mal machen, nach Magnetit suchen, aber ich denke, als nächstes werden wir natürlich in der nächsten Folge die Ankunft der Sunbeam beobachten. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Man merkt hier, man braucht extrem viel Magnetit dafür. Liegt nun mal daran, dass ein Magnetit für diesen Scannerraum unerlässlich ist. Man kann hier tatsächlich ein bisschen erkennen auf der Karte, auf dem Gegenstand hier, wo man ungefähr ist. Also wir sind hier tatsächlich. Also das ist unsere Kapsel. Das ist unser Scannerraum. Der steht ungefähr hier. Also wir haben, das ist die Mitte und wir können in die Richtung gehen. Also wenn wir uns in die Mitte stellen, in die Richtung gucken, dann Richtung Süden. Wir können in die Richtung gehen, das ist Nordosten, Osten. Und wir können in diese Richtung gehen, das wäre jetzt irgendwo auch Richtung Nordosten, Osten. Eher Richtung Norden. Also das ist auf jeden Fall so der Plan, die Sache, die man machen kann. Gut, wir müssen uns tatsächlich jedoch noch um eine Kleinigkeit kümmern, bevor ich diesen wunderbaren Stream hier beende. Und zwar brauchen wir noch einmal hier so eine Röhrenkorallenprobe. Ich habe nämlich richtig Durst scheinbar. Jawohl, wir stellen Chlorbleiche her und dann noch schnell was trinken. Und am besten, na, Essen können wir eigentlich nächstes Mal noch machen. Wunderbar, ihr seht schon, guck mal, ey, wie das blinkt. Also wir sind anscheinend wirklich kurz vorm Ertrinken, kurz vorm absoluten Abnippeln. Aber wir haben es hingekriegt, Vital Signs sind am Stabilisieren. Titan kommt hier rein. Wir machen noch eine letzte Kleinigkeit. Ich denke, unsere Seemotte hat das auf jeden Fall verdient, nachdem sie uns da runtergebracht hat, auf 200 Meter. Einfach mit dem Reparaturwerkzeug hingehen und den ganzen Spaß reparieren, dann ist die Seemotte wieder hergestellt. Ihr seht hier 100% Hüllenintegration. Ach, am Arsch.
Ja, das auf jeden Fall mal insofern. Jetzt können wir auch das, Reparaturwerkzeug immer mitnehmen, wenn wir irgendwas machen. Ja, was wäre als nächstes angesagt? Also für die nächsten Folgen auf jeden Fall. Wir haben hier hinten Landeplatz der Sambin in 1150 Meter. Wir haben hier hinten nochmal Aurora-Treffpunkt, trockenes Land. Also tatsächlich will uns hier anscheinend irgendjemand treffen. Habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Scheinbar war das jemand von der Expedition, die wir anscheinend vielleicht schon gerettet haben oder so. Wir haben hier unseren Scannerraum, unsere Kameras. Den haben wir heute schon bauen können. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Die Höhlenintegrität wäre auch was wir die nächsten Folgen mal in Anspruch nehmen könnten. Wir haben unsere Seemotte gebaut. In unserer Rettungskapsel haben wir ein paar Funksprüche anhören können. Freut mich echt. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, jetzt auch die nächsten Folgen dann anzugucken. Wo ich denke, wir lassen einfach alles mal jetzt so, wie es ist. Wir waren echt fleißig. Wir haben die Fahrzeugstation gebaut, die irgendwo da hinten ganz unscheinbar erkennbar im Wasser schwebt. Oder über dem Wasser schwebt. Wir haben gerade nicht viel Nahrung. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge vielleicht auch mal einen kleinen Trick für die fürs Nahrungsfangen machen, und zwar mit der Gravitationsfalle. Und ja, mit diesem Punkt, denke ich, endet dann die heutige Folge auch schon wieder. Ihr merkt, ich bin jemand, der dann relativ flott auch die Folgen durchpumpen will. Ich will euch viel zeigen, in wenig Zeit, und deshalb sollen die Folgen auch einfach knackig und kurz sein, dass ihr eben sehr viel Wissen mitnehmen könnt. Ja, wir erwarten also freulich den Landeplatz der Sunbeam auf diesem Nebelland dort hinten. Es scheint auf jeden Fall ein Festland zu sein. Und das gleiche haben wir auf dieser Seite auch. 1340 Meter auf der Seite und 1119 Meter auf der Seite. Also wir sind relativ in der Mitte zwischen zwei Inseln. Und ich freue mich riesig, die mit euch zu erkunden. In der nächsten Folge werden wir uns dann die Ankunft der Sunbeam anschauen. Und ich denke, das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch einen unfassbar, unfassbar schönen Dienstag und freue mich einfach riesig, mit euch die Tage mal wieder in Subnautica reinzukommen. Viel Spaß und euch noch einen schönen Abend.